Da spielte sogar das Wetter mit. Beim Auftakt zum Kempner Jazzfrühling sorgte nicht nur die Musik für gute Laune. Blau war der Himmel zwar nicht, dafür blieb es trocken. Ab und zu spitzte sogar die Sonne durch die Wolken. Allein heute sind 15 verschiedene Gruppen unterwegs. Wie gesagt, an allen Plätzen der Stadt, aber auch wie die Brassband umherziehend. Auch ganz junge Leute oben am Forum von der Musikschule. Sehr, sehr schöne Sachen. Insgesamt 5 Bühnen waren in der Innenstadt aufgebaut. Die Brandaris Brassband wollte sich aber nicht auf einen Platz festlegen lassen. Die Marching Band zog mit ihren Instrumenten durch die ganze Stadt. Dabei spielten sie ihren Street Jazz, wie er in New Orleans gespielt wird. Am Abend fanden sie dann doch eine feste Stelle, die Bühne im Kornhaus. Dort eröffneten sie den ersten Konzertabend. Nach dem Auftakt folgte Olivier Front. Der Saxophonist gilt als der Nachfolger des legendären Jazzpioniers Sidney Bechet aus New Orleans. Am Schlagzeug sitzt dessen Sohn, Daniel Bechet. Darüber hinaus spielt Olivier Front auf dem Original-Sopransaxophon Bechets. Wir haben wie immer an 9 Tagen die ganze Breite des Jazz, von ganz modernen bis zu den ganz klassischen Dingen, wie zum letzten Tag dann Duke Ellington als großer Swing, Big Band Jazz, aber auch viele aus der Region, Allgäuer Gruppen, Blues im Stift, sehr moderne Sachen im Theater oben und dann eben die großen Konzerte im Kornhaus und Stadttheater. Bei einem Konzert des Jazzfrühlings geht es hoch hinaus, auf 1932 Meter, um genau zu sein. Am Höfartsblick auf dem Nebelhorn spielten Schorsch und De Bagage. Mit ihrem Mundartblues fesselten sie das Publikum. Vieles zu hören gibt es noch bis Sonntag. Die ganze Woche also sollen Künstler wie Mike Stern oder das Duke Ellington Orchestra das Allgäuer Publikum begeistern.